Hey yo, dreh dich mal um. Ja, genau hier. Hast du mal Lust, wieder ein richtig gutes Call of Duty zu zocken? Ja, dann spiel einfach genau das Game, was unter mir steht, und du wirst den Spaß deines Lebens haben. Vertrau mir. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und ja, heute zocken wir, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein altes Call of Duty mit, in meinen Augen, das beste Call of Duty aller Zeiten. Und zwar geht's um Modern Warfare 3. Ich habe richtig Bock auf das Game. In den letzten Tagen sollten eigentlich zwei Road to Damascus Folgen kommen. Ich habe auch dreimal das Ganze aufgenommen. Also einmal das eine Video, es ist komplett verkackt gewesen. Ich habe alles zurückgesetzt, alles neu eingestellt, müsste wieder funktionieren. Und dann, ja, habe ich es gestern nochmal aufgenommen und dann habe ich gesehen, es hat wieder nicht funktioniert. Die Hälfte war einfach auch wieder weg. Jetzt habe ich alles komplett deinstalliert, neu installiert, alle Kabels neu angeschlossen. Jetzt sollte es eigentlich langsam funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze ganz entspannt im Haptic-Style. Lehnt euch zurück und gönnt euch, Freunde. Macht einfach mal die Augen zu. Stellt euch vor, es ist das Jahr 2011. Ihr kommt von der Schule nach Hause, ihr startet das Spiel und es kommt dieses epische Intro. Entspringt aus Täuschung. Absolute Nostalgiegefühle hier bei diesem Intro. Auf jeden Fall, Modern Warfare 3 ist für mich immer Liebe. Ist für mich persönlich das beste Call of Duty. Liegt vermutlich auch daran, dass es mein erstes Call of Duty war. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's fucking go. Haben Sie schon die Exoskelett-Aktion in Advanced Warfare ausprobiert? Nein. Dieses Menü, ich komme einfach nicht drauf klar. Es ist einfach so clean aufgebaut. Einfach Spielsuche, privates Match, Klasseneditor, Rufzeichen, Quartiere. Einfach easy aufgebaut. Ich muss natürlich auch sagen, das neue Modern Warfare feiere ich auch extrem. Aber dieses Menü, dieses klassisch gehaltene Menü ist einfach nur episch. Gönnt euch einfach diese Nostalgie-Klassen. ACR, MP7, P90, UMP45, G36C, PP90M1. Huch, die Klasse überspringen wir. MSR. So, wir springen direkt in die Runde rein. Ich hoffe, wir finden überhaupt eine Lobby. Okay, wir sind in die deutscheste Lobby der Welt nachgejoint. Aldi-Verkäufer, Lauch-Predator, Flitzerbot, Hai-Abzeichen, The Real Crank. Let's go. Ich spiele das Ganze auf jeden Fall auf der Xbox One. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen verzögert. Also jetzt nicht unbedingt die beste Reaktionszeit, aber trotzdem geht das so halbwegs klar. Oh, Mann. Dropshots in einfach Nostalgie, Digga. Okay, das ist der nächste. Let's go! Hinter mir. Ich weiß, im neuen Modern Warfare gibt es natürlich auch Hühner, aber irgendwie das Nostalgiegefühl ist einfach in MW3, MW2 mit den alten Hühnern eigentlich am besten. Okay, er hat eine Klette gegeben. Oh, ich liebe dieses Spiel. Es macht einfach so unnormal viel Spaß. Alleine die ganze Zeit, die ich damals in das Game investiert habe. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr damals MW3 so hart gesuchtet habt wie ich oder eher andere Call of Duties. Würde mich auch echt mal interessieren, was ihr so alles gezockt habt. Nice. Predator, let's go. Dieses Gefühl mit der Predator ist einfach Liebe. Okay, komm schon. Let's go. Nice. Am letzten Dienstag haben wir alle gehofft, dass der Battle Royale Modus endlich rauskommt. Zumindest ein Trailer. Allerdings das Einzige, was wir bekommen haben, war dann das Tamagotchi Bundle. Let's go, ACR. Die Sache ist halt, von Call of Duty Seite wurde noch nichts Offizielles bestätigt, beziehungsweise sie haben selbst noch nichts gesagt dazu, wann der Modus kommen wird, wie der Modus kommen wird. Viel von dem Hype ist natürlich auch durch Liga wie zum Beispiel Gaming Revolution entstanden. Allerdings, Call of Duty hat quasi schon diesen Ladescreen schon vor 2-3 Wochen in das Game gepackt. Und damit hypen sie natürlich auch die ganzen Leute auf, die das Game zocken und endlich auf den Warzone-Modus warten. Eigentlich sollte der Modus ja ursprünglich schon im Dezember bzw. Anfang Januar kommen. Und wir haben jetzt einfach schon, wenn ich das Video aufnehme, den 7. März. In meinen Augen wird es langsam echt Zeit, dass da mal was kommt, weil so langsam verfliegt auch der Hype, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die geht safe auf mich, die geht safe auf mich, die geht safe auf mich. Die Gerüchte waren ja so, dass der Modus direkt mit einem Trailer gleichzeitig released wird, was ich mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, dass sie das machen würde. Was mich auch echt mal interessieren würde, seid ihr noch hyped auf den Modus? Also ich persönlich bin natürlich noch hyped, aber irgendwie so mit der Zeit verfliegt natürlich auch der ganze Hype, umso länger sie sich Zeit lassen. Digga! Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang vom Video erwähnt habe, aber ich habe ja diese drei Aufnahmen gemacht, in der ich Road to Damascus Folgen aufgenommen habe, beziehungsweise zwei Road to Damascus Folgen. Die eine habe ich ja zweimal probiert aufzunehmen. Die eine Folge war mit der Modell 680, also eine Shotgun, die ist jetzt auch auf Gold mittlerweile und das Video konnte ich leider nicht verwenden. Es war echt ein lustiges Video. Und das andere Video, was ich aufgenommen habe, war mit einer Klasse, mit einer Odenklasse, die Gegner wirklich mit drei Schüssen droppt, was unnormal OP ist. So, Team Deathmatch auf Arkaden. Wir finden halt Real Talk nur eine Lobby, also eine wirklich vernünftige Lobby, die immer wieder dieselben Spieler an sich hat. Ah, oh, die ACR ist einfach Nostalgie. Alleine dieser Sound von der Waffe ist einfach schon Liebe.
Predator ist da. Doppelabschuss, let's go. Ich glaube, hier chillt sogar noch einer irgendwo. Ich wusste es. Let's go! Okay, wir brauchen eine andere Waffe. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Eins vor Payflow. Komm schon, Heli, mach einen Kill. Da ist der Payflow. Let's fucking go. S-Mine. Nein! Ich hätte locker weglaufen können. Ach man, ich muss sagen, die Maps in MW3 waren wirklich alle perfekt. Sie waren nicht zu krass verwinkelt, sie waren einfach klassisch aufgebaut, leicht gehalten, schlicht gehalten, dass man einfach gut spielen konnte. Ich bin echt gespannt, wann MW3-Maps im neuen Call of Duty droppen werden. Ich denke mal, in Season 3 werden auf jeden Fall MW3-Maps kommen. Das Problem mit den Remastered-Maps in MW ist, dass sie so ein bisschen verändert werden. Zum Beispiel in Crash ist es echt extrem und dadurch ist die Map nicht unbedingt besser geworden, finde ich persönlich. Aber um nochmal auf den Warzone-Modus zurückzukommen, ich hoffe wirklich, dass der Modus so ein bisschen neuen Schwung in das Game bringt. Also es ist natürlich ein Battle Royale-Modus, der jetzt nicht unbedingt für jeden was ist. Bin auch wirklich gespannt, wie sie diesen Modus gestalten werden. Also es gibt ja dieses Gerücht, beziehungsweise es wird vermutlich so sein, dass man, wenn man erstmal stirbt, nicht direkt tot ist, sondern irgendwie in dieses riesige Gefängnis von Gulla Showers gesteckt wird und dann irgendwie da noch ein 1 gegen 1 machen kann, um eventuell wieder zu spawnen. Ich weiß nicht, ob das ein separater Modus sein wird oder ob es ein wirklich komplett neuer Modus sein wird. Aber ich bin wirklich gespannt auf diesen Modus. So, Team Deathmatch auf einer der prägendsten Modern Warfare Maps, wirklich einer der beliebtesten Maps aller Zeiten. Falls ihr noch andere alte Call of Duty sehen wollt, lasst es mich gerne wissen und schreibt einen Kommentar. Oh, die UMP ist einfach Liebe. Gönnt euch diese Waffe. Sie ist einfach nur lecker. So. Digga, sie tryharden gerade um ihr Leben. Ich habe, glaube ich, das schwitzigste Gegnerteam, was man aktuell in Modern Warfare finden kann. Es ist echt belastend, dass es genau auf Dome ohne mal anfängt zu laggen. Also die Schüsse connecten fast gar nicht. Währenddessen wir hier eine Lobby suchen, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen über den Warzone-Modus reden. Aloetrix hat letztens in einem Stream gesagt, also aus vermutlich sicherer Quelle, ich weiß nicht, wie sicher das wirklich ist, er hat auf jeden Fall gesagt, dass der Modus tatsächlich am 3.3. eigentlich released werden sollte. Allerdings vor etwas längerer Zeit schon Leute auf dem Event von Call of Duty eingeladen wurden, um diesen Modus zu testen. Das Ganze waren auf jeden Fall größere COD-YouTuber, die quasi ja extrem viel Reichweite haben, um das Ganze anzutesten, und die haben halt gesagt, yo, der Modus ist noch nicht so nice, und deswegen hat sich auf jeden Fall der Release verschoben. Ich bin echt gespannt, wie sie das hinbekommen wollen. Ich glaube, der Blackout-Modus war am Anfang auch nicht unbedingt perfekt, und mit der Zeit wurde er halt auch immer besser, weil sie einfach gesehen haben, was die Community an dem Modus feiert, was sie nicht so feiert, und so konnten sie das mit der Zeit dann immer mehr verbessern. Und ich bin auf jeden Fall auf Warzone gespannt, wann der Release kommt. Wir werden das Ganze auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder streamen. Der Hype ist trotzdem noch halbwegs da. Natürlich verfliegt er, umso länger es dauert, aber wir bleiben drin. So, wir joinen nach auf Oh Mann, Digga, ich habe jetzt eine halbe Stunde für eine Lobby gewartet und dann kommt sowas. Komm, die beste zwei. Okay, es ist 100% erhackt. Ja. Ja. Du kleiner Sohn, Digga. Oh nein, genau jetzt. Jetzt kommt Mission. Und in der Runde ist ein Hacker drin. Es kann doch nicht sein. Es ist echt traurig, dass es in einem 10 Jahre alten Call of Duty Leute gibt, die einfach hacken. Was bringt das? Es bringt einfach nichts. Es ist einfach nur dumm. Er ist rausgeflogen, let's go! Ich glaube, Mission ist auch so eine Map, die Modern Warfare wirklich gut tun könnte, weil sie auch relativ easy aufgebaut ist und jetzt nicht so krank verwinkelt ist. Was ich vergessen habe zu sagen im Video, gönnt euch einfach diese schöne Minimap. Einfach groß, übersichtlich, man sieht die Gegner gut, einfach perfekt. Ah, oh, das Dropshot löst einfach so kranke Liebesgefühl aus in diesem Game. Es ist einfach Liebe pur. Was macht er? Oh Mann. Oha. P90 mit Schalldämpfer. Hört euch einfach an, wie nice sich diese Waffe anhört. Natürlich war die P90 mit dem Schalldämpfer ein bisschen schwächer, aber sie hat sich halt einfach trotzdem extrem nice gespielt dadurch. Alles klar. Ich habe ihn mit der Flash gekillt. GG. Falls ihr MW3 gezockt habt, ihr werdet euch sicherlich noch an die MP9 erinnern. Wirklich die beste Zweitwaffe der Call of Duty-Geschichte in meinen Augen. Diese Waffe ist teilweise stärker als standardmäßige MPs, die in dem Game sind. Also wirklich absolut krank, diese Waffe. Ich kenne eigentlich so gut wie jede Map in Modern Warfare auswendig und ich habe mir eigentlich ehrlich gesagt noch nie das hier angeschaut, so was außerhalb der Map von Carbon ist. Ja. Moin. So, wir joinen mal wieder nach und der Gegner direkt Juggernaut. Kommt noch einer? Wo ist er? So, ich würde sagen, erstmal letzte Runde für heute. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, das Video zu enden. Ich glaube, ich werde nach dem Video, beziehungsweise nach der Runde, jetzt auch noch ewig einfach so weiter zocken. Ich könnte das Game hier Ewigkeiten wirklich zocken. Es macht so unnormal viel Spaß. Es laggt noch ein bisschen mehr, da ich auf der Xbox One nicht auf der 360 zocke, aber dieses Gefühl von dem Game ist einfach immer noch dasselbe. Es macht so unnormal viel Spaß. Das war wirklich der saftigste One-Bomb, den ich hier gesehen habe. Da ist noch einer. Was?
Auf Hardhead darf natürlich auch nicht der Javelin fehlen. Ich glaube, jeder, der Hardhead gespielt hat, hat mindestens einmal hier durch diese Röhre gezielt und man hat einfach 100% mindestens eingeholt. Eben könnte das, glaube ich, stundenlang machen. Okay, er hat mich vorher noch gekillt. Wir werden aber safe einen Kill bekommen. Es ist so lächerlich. Ah, es tut mir so leid, Digga. Mann, okay, wir hören jetzt auf damit. Okay, schade. Digga, was ist mit... Wie es einfach so runtergerollt ist. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare und allgemein COD-Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank, dass ihr das Video bis jetzt hierhin angeschaut habt. Schreibt mir auch gerne einen Hashtag UMP45 in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr das Video bis zu Ende geschaut habt. Würde mich echt mega freuen. Und ja, wie gesagt, ich denke, in Zukunft werde ich ab und zu öfters mal alte Call of Duties bringen, weil ich auch richtig Lust habe, alte Call of Duties nochmal zu zocken. Der Standard-Content wird natürlich trotzdem das neue Modern Warfare bleiben. Ich bin extrem gespannt, wann Battle Royale jetzt endlich droppt. Und Leute, das wär's mir. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.